Hi, hier ist Norman. Ich möchte euch zeigen, wie ich Reismilch herstelle. Alles, was wir dazu benötigen, ist Reis und ich empfehle ausschließlich keimfähigen Reis zu benutzen, wie braunen Naturreis. Denn wir sollten die Körner definitiv immer vorher ankeimen für eine bessere Verdaulichkeit, weil dann Enzymhemmer abgebaut werden und mehr Nährstoffe entstehen. Also hier habe ich jetzt Reis angekeimt. Hier sieht man schon einen kleinen Fortsatz. Und den habe ich dann mit viel Wasser eingeweicht. Und jetzt könnten wir das entweder in einem Hochleistungsmixer wie dem Vitamix packen und dann eine Minute laufen lassen und dann in einer Nussmilchtasche ausringen. Oder eine viel effektivere Variante, wo wir noch mehr Nährstoff bekommen, ist eine Saftpresse. Da gebe ich den Reis einfach mit Wasser in die Maschine und kann sie gleichzeitig noch mit vielen leckeren Zutaten würzen. Wie gerade auch hier Staudensellerie gibt einen schönen salzigen Geschmack dazu. Oder hier habe ich noch Petersilienwurzel, schmeckt auch sehr lecker. Und die meisten Menschen mögen nur süß schmeckende Getränke und deshalb machen sich Karotten auch gut. Und vor allen Dingen dieses Wurzelgemüse ist auch besonders gut, damit der Reis nicht einfach nur zwischen den Presswalzen in der Saftpresse liegen bleibt, sondern das Wurzelgemüse fördert dann einen Tresterauswurf, sodass ich auch die volle Nährstoffpower aus den Reiskörnern bekomme. Natürlich können wir auch noch dazu gleich noch grünblättriges Gemüse entsaften oder grüne Sprossen. Wie hier habe ich jetzt grüne Sonnenblumensprossen oder hier noch Alfalfa-Sprossen und hier noch Brokkolisprossen. Davon sollten wir vielleicht nicht zu viel dazugeben, weil ansonsten schmeckt es nicht mehr nach Reis, sondern eher nach Brokkoli. So, nun werde ich das Ganze entsaften. Zuerst gebe ich den angekeimten Reis in die Maschine und zum Schluss dann das Wurzelgemüse, dass der ganze Trester auch herauskommt. Hier kommt der Trester schon raus von dem Reis. Er ist sehr trocken. Und hier kommt schon die erste Reismilch raus. Die Maschine hat bei den harten Reiskörnern sehr viel zu tun und deshalb würde ich immer nur ganz kleine Mengen einzeln in die Maschine packen und dann auch etwas warten, bis es die Maschine gut durchgepresst hat. Wichtig ist auch, dass wir sehr viel Wasser dazugeben. Jetzt habe ich genau die Hälfte entsaftet und so sieht die Reismilch im Moment aus. Also oben ist das Rötliche, ist dann eine Karotte und der Rest ist alles weiß von dem Reis. Jetzt habe ich alles entsaftet. Der Trester ist sehr trocken und durch den Reis auch recht klebrig. Also die Reismilch schmeckt sehr lecker. Sie erinnert an das Reisprotein von Sun Warrior, was auch aus braunem Naturreis gewonnen wird, der angekeimt ist. Und wer es süßer mag, könnte einfach mehr Karotten dazugeben oder würzen mit Vanille, Stevia oder Zimt. Oder hier habe ich jetzt zum Beispiel noch Mesquite-Pulver, gibt auch noch einen süßlichen Geschmack. Das könnten wir auch noch dazugeben. So sieht die Reismilch fertig aus. Und teilweise sind hier auch sehr harte Brocken noch dazwischen. Wer das nicht mag, kann die Milch hier auch nochmal durch ein Sieb geben. Aber mich stört das, die cremige Konsistenz nicht sonderlich. Und sie schmeckt definitiv besser als jede Chemiemilch aus dem Supermarkt.